Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Diese-Freunde. Ja, war etwas ruhig. Ich war ein bisschen anderweitig beschäftigt in den letzten 2 Wochen, hatte auch nicht wirklich die Muße, was aufzunehmen. Aber jetzt hier eine neue Folge. Hat sich auch ein bisschen was geändert. Werdet ihr gleich sehen. Und ich mache mal so ein kleines Übersichtsfoto hier, das wirkt so schön gleichmäßig fürs Thumbnail. Und wie ihr seht, bin ich na, wo? In Berlin natürlich. Wir gehen jetzt mal zum LKW. Ja, Vladi ist nämlich mit den MP3 weitergefahren. Er hatte total Lust zu fahren. Ich hatte ein bisschen fast schon Probleme mit Svetlana, deswegen bekommen das seine Frau. Aber gut, das muss er auch selber entscheiden. Aber er möchte jetzt einfach ein bisschen fahren und für mich ist okay, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, aber es hat mich vor eine neue Aufgabenstellung gestellt. Wenn Vladi mir mit meinem MP3 fährt, was mache ich denn dann? Und der ist jetzt noch Richtung Süden unterwegs. Beziehungsweise unten im Balkan haben sich interessante Folgeaufträge ergeben. Insofern war ich dann vor die Aufgabe gestellt und natürlich haben wir uns vorher richtig unterhalten. Willst du es auch wirklich länger machen und so weiter, weil für mich sind das finanzielle Verpflichtungen. Und ja, das hat er soweit bejaht und da war ich eigentlich ganz glücklich drüber. Er ist auch schon ein bisschen älter, aber ansonsten wird vielleicht für ihn irgendwann nochmal jemand anders einspringen. Angebote habe ich da schon von Leuten, die hier zuschauen. Da müssen wir mal schauen, ob wir das machen. Auf jeden Fall hat es mich halt vor eine gewisse Aufgabenstellung gestellt. Ich brauche einen LKW für mich. Und ich habe dann einen Gebrauchtmarkt geschaut und habe auch was gefunden für mich. Bin mal wieder auf MAN zurückgekommen. Hat verschiedene Gründe. Ich habe den guten Burschen hier gerade erst abgeholt von MAN Top Used. Der ist ursprünglich vom Center München, ist dann hier irgendwie in Berlin gelandet. Und ja, hier habe ich ihn mir dann auch gekauft. Der ist, ja, der hat schon 500.000 Kilometer weg, ist jetzt also nicht mehr brandneu. Ist Ende 2018, Euro 6C, 500 PS, 2.500 Newtonmeter Drehmoment, das 12+2 Tipmatic-Getriebe. Ich kann da nicht allzu viel dafür sagen oder davon berichten. Ich hatte da sehr wenig Berührungspunkte mit. Hat aber die 490 plus, ich glaube, 350 Liter Tanklösung. Das heißt, ein bisschen was kriegt man mitgeschleppt. Ist dies Lion Pro Modell, also die Pro Edition. Sieht ganz nett aus, wie ich finde, mit dem angedeuteten Löwen halt. Hinten übers Führerhaus. Bisschen mit Carbon-Optik gemacht und leider hat er keine Alcoas, ganz normale Stahlfelgen, sieht aber sehr gepflegt aus. Leider Raucherauto, der hat, oder stinkt auch noch ein bisschen, aber da will ich mal gucken. Eine Ozonbehandlung ist schon drüber gelaufen, danach musst du halt richtig, richtig lüften, sonst kriegst du irgendwie Gesundheitsprobleme. Das ist ja nicht ganz gut, nicht so gut. Wir wissen, Ozon, Treibhausgas, auch nicht gut für den Körper. Ja, die großen Tröten hat er dran, quasi Vollausstattung mit Klimaspeicher, also Kältespeicher ist hier in der linken Fahrerklappe, in der Stauklappe drin, Staufach, rechts habe ich ein bisschen Platz, und aber ansonsten ganz nettes Auto, also ganz schick, wie gesagt, ich muss da nochmal ein bisschen mit richtig auswaschen und ausschamponieren, das in, Führerhaus in, kriegt man schon hin. Ist halt ein bisschen Geduld gefragt, weil es kommt dann immer mal wieder und da musst du halt wieder ran und nochmal gerade halt diese Stoffoberflächen, Matratze muss man neu und da hat jetzt schon mal jemand 4 Jahre reingeschwitzt. Also das ist dann nicht unbedingt halt etwas, wo ich länger drin schlafen möchte, aber von der Bundeswehr ist man ja einiges gewohnt und insofern ja, kann ich trotzdem drin schlafen. Ja, der dieses Home Sweet Home Paket hat er leider nicht, der hat oben die Liege, weil ich nehme normalerweise niemanden mit, also insofern wäre das Home Sweet Home Paket sehr willkommen gewesen. Dazu habe ich mir noch einen gebrauchten Trailer geholt, das heißt, ich habe insgesamt knapp 60.000 Euro netto Kredit aufgenommen. Zugmaschine hat gekostet ungefähr 40, etwas über 40.000 Euro. Ja, das bezahlt man momentan dafür, ne? Und inseriert war sie mit 44, ja, das sind halt erstmal die Preise.
Dann kommen sie selber schon dir entgegen und ein bisschen was kannst du noch raushandeln. Also knapp über 40. Der Trailer hier ist sehr gut erhalten. Sehr grau, sehr unauffällig. Aber er tut seinen Dienst und erfüllt auch alle Normen, die ich brauche. Ja, wir sind vollgeladen. Wir haben Ladung und zwar etwas über 20 Tonnen Düngemittel bis nach Le Mans. Also Frankreich fahren wir durch. Will ich mal gucken, auch wie er läuft. Das ist ein Blindkauf. Ich kenne MAN ein bisschen, aber ich bin jetzt noch nie, naja, im Spiel halt natürlich, über große Distanzen gefahren. Aber es ist ein ordentliches Arbeitsgerät. Innen findest du bestimmt gemütlicheres, aber ich find's nicht schlecht. Große Scheibe ist Geschmackssache, ist ehrlich gesagt auch nicht meine Sache. Ich hätte lieber eher das XLX-Fahrerhaus gehabt statt das XXL. Ich find's einfach von der Höhe der Scheibe viel gemütlicher, aber. Ja, große Auswahl hast du nicht. Ich hatte nur 510er mit flachem Fahrerhaus, also sprich XRX. 510er hätte ich ehrlich gesagt auch viel lieber gehabt, aber du, da bist du Ende 2019 bei den jüngsten Modellen, dann 2020 Modelle und dann sind gleich mal 8.000, 9.000, 10.000 Euro Unterschied bei gleicher Fahrleistung. Und da war ich nicht bereit, das zu bezahlen. Und das war mir einfach zu teuer. Das lag oberhalb meiner Möglichkeiten. Und so sehr wollte ich mich da nicht strecken. Also es ist dann so ein 500er Euro 6C geworden und ja, der tut's auch. Der hat halt 100 Meter weniger Drehmoment als jetzt ein 510er. Der kommt mit 2600 daher. Außerdem haben die schon den neuen Antriebsstrang, der anfangs in den TG3 verbaut wurde. Steigen wir ein. Und ja, aber ansonsten ist es jetzt erstmal sauberes Auto, ich habe ihn übernommen, habe schon mal innen halt Eimer, Spüli und alles durch und gerade Kühlschrank und so weiter sauber gemacht. Ne? Da unten ist er. Aber ansonsten, der ist voll ausgestattet, hat, ich kann halt vom Bett aus alles bedienen, was notwendig ist. Wie gesagt, ein Los. paar Kilometerchen hat er schon runter. 499.000, 32 Kilometer jetzt. Und es ist sehr leise. Ne? Also da ist dieser Soundmod drauf, den alle mal empfohlen haben. Den habe ich mir dann auch gekauft. Eigentlich hört sich der 12-4er Motor recht kernig an. Manuell wollte ich nicht. Wieso hast du jetzt manuell eingestellt? Mal wieder. Okay, altbekanntes Problem. So, jetzt aber. Biege nach links ab. Haben heute noch einen Du schönen Tag musst hier in rechts Berlin erwischt. abbiegen. Bin mal gespannt, wo er sich einpendelt. Ist vom Verbrauch her. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Aber ich denke, dass Biege ich nach einen links ab. ordentlichen LKW bekommen habe. Und ja, ich habe mich ein klein bisschen eingerichtet schon, das was man so braucht. Ganz, ganz vielen Papiertüchern da oben, Dokumentenordner. Oh, habe ich jetzt hier was? Ach, Kollege, du kannst nicht fahren, ne? Naja, das kann ja, ne? Biege nach rechts ab. Ja, ansonsten läuft es ganz gut, muss ich sagen. Also, Vladi fährt gut die Rechts Aufträge halten rein. und dann Ausfahrt rechts nehmen. Wann ist wahrscheinlich gleich in der Abus hier vorbei? Nimm die Ausfahrt rechts.
Turm da vorne. Oh, zieht aber auch sportlich durch. Also ich habe hier nichts gemacht am Auto. Ist alles Glover. Und Originalmotorisierung, so wie es vorschreibt. Wir haben wirklich 20 Tonnen drauf. Sehen wir mal ändern hier. Das ist mit den Zweierschritten so eine Sache. Ich bleib mal bei den Fünfer-Schritten. Wo war denn das Gameplay? Dann Automatik. Hier. Schauen wir mal. Haben wir im Grunde genommen jetzt erstmal eben eine Strecke vor uns. Und fahren jetzt bitte Richtung links halten. Magdeburg. Hannover. Ja, komm, fahr doch mal zu hier, Mensch, mit deinem. Ach, super. Also, das sind die tollsten. Also der 500er Motor bzw. diese Version ist rechts natürlich halten und nicht, dann so, Ausfahrt rechts nehmen. Nicht so effizient wie die 510er. Die bieten nochmal mehr Drehmoment rechts in tieferen Drehzahlbereichen an. Dadurch kannst du dann die Endachsübersetzung, Differentialübersetzung bei gleichem Getriebe, das mal vorausgesetzt, kannst du noch ein bisschen weiter wählen. Und damit kriegst du halt bei Tempo 85 halt die Motordrehzahl nochmal ordentlich runter. Da sind die bei etwas über 1000 Umdrehungen. Wenn bitte der hier so halten bei 1130 dreht. Und dadurch kriegen die halt nochmal und dann natürlich nochmal Verbesserung des Brennprozesses, mehr Effizienz, auch Auskuppeln der Lichtmaschine, Auskuppeln der Wasserpumpe, was das auch nicht ständig nötig ist, das Wasser zu pumpen. Das wird der Motor auch zu kalt, also da wird dann auch nochmal einiges an Nebenverbrauchern, an Energie, die werden dann einfach rausgenommen, ausgekuppelt und damit halt der ganze, ja, wie soll man sagen, Befeuerungsprozess oder der ganze Mechanisierungsprozess auch nochmal verschlankt oder all das, was halt Energie wegnehmen kann. Und dann kommst du natürlich auf sehr effiziente Verbräuche. Also der Thomas Uhl hat das ja auch mal, da hatte ich auch sein Video geschaut, wo er seinen neuen 510er vorgestellt hatte, den TGX. Ganz anders, dann bleiben wir jetzt hier bei 80. Und ja, dann kommst du halt so auf 26 Liter bei voller Ausladung. Hängt natürlich auch vom Geländeprofil ab. Das schafft hier so ein 500er halt nicht oder vermutlich nicht. War jetzt aber auch schon mal 27 hier, 67 Kilometern, die wir zusammengefahren haben. Aber die 85 hätte ich schon gerne. Aber die sind einfach noch, die 510er, die TGX, die TG2, die sind mir einfach zu teuer noch. Das kann ich mir noch nicht leisten. Aber ich denke, ich habe hier einen schönen Truck bekommen, der auch seine Arbeit tun wird. Hätte natürlich ehrlich gesagt gerne einen 580er gehabt, ne? Das ist ganz klar. Aber da kannst du noch gut und gerne nochmal 3 Liter pro 100 Kilometer aufrechnen. Und im Moment geht es eher darum, immer noch Fuß zu fassen, wieder im Geschäft und Geld zu verdienen. Ja. Ob ich in den jetzt hier noch Geld investiere, das müssen wir mal schauen. Wenn der jetzt hier ein Jahr lang seine Arbeit macht und man hat sich dann immer weiter am Markt etabliert, mal gucken, was die Fanfaren machen. Okay, man hat sich immer weiter etabliert.
dann hat er seinen Soll erfüllt, ehrlich gesagt. Dann wird er nochmal für, naja, weiß ich nicht, 5.000 bis 8.000 Euro weniger wieder verkauft. Und ja, dann ist auch gut. Was soll ich denn aber da vorne loshören? Der kostet mich zu viel Kraftstoff und Abstandstempomat. Das wird alles über die Bremse nur gemacht. So viel Luft. Dann stehen wir irgendwann wieder mit leeren Speichern da. Ich mach mal den hier aus. Dann lassen wir mal ein bisschen laufen. Ich finde, da ist die A2 im Simulator richtig gut für geeignet. Ja, ansonsten haben wir Differentialsperre drin. Oben ein Schiebedach haben wir. Ja, ist das elektrisch? Haben wir es mit drin? Nee. Ein Rollo kannst du auch elektrisch rauf und runter fahren. Das sehe ich jetzt hier nicht. Nee. Ja, ich bin dann immer noch am Testen des Ecomods. Ich denke, frühestens, allerfrühestens nach Balkan DLC, das soll ja am 19. Oktober kommen. Da darf dann wieder vermutlich alles umgestellt werden. Yippie. Und ja. Bin ich mal gespannt, wie es da aussieht. Ich habe ja noch nicht mal Siberia, die ist hier richtig befahren. Ach, hey. Ist auch nicht mehr lange hin, ne? Der 19. Das ist doch schon übernächsten. Ist das schon? Nee, das ist doch 19. 8. Oktober ist heute, Sonntag. Heute sind Wahlen in Hessen. Ich gehe nachher noch los. Wählen, ganz wichtig. Denkt immer dran, es ist nicht nur ein Recht, für das andere früher gekämpft und ihr Leben gegeben haben, sondern ich finde, dadurch ist es auch eine Verpflichtung geworden. Und immer nur meckern gilt nicht. Dann müsst ihr auch zur Wahlurne gehen und eure Stimme abgeben für die Partei, die ihr wählen wollt. Nicht immer nur meckern. Also gerade auf Facebook lese ich da mit dem Tom Diesel Profil, ich habe natürlich noch ein anderes für mein richtiges Leben. Aber über das Tom Diesel Profil, da lese ich so viele Posts mit diesem ewigen gleichen Gemeckerer über die aktuelle politische Situation. Das ist alles nichts wert, gar nichts wert, wenn ihr nicht wählen geht. Dann sagt immer jeder oder viele, mit denen ich spreche, ja, aber meine Stimme bewirkt doch eh nichts, was soll sich denn ändern? Ja. Eine Stimme und eine weitere und eine weitere und eine weitere. Wenn ihr alle wählen geht, das ist doch die Demokratie, das ist doch das Wählen. Gerade die bewirken doch was. Und deswegen, da kann ich es absolut nicht hören, wenn die Leute dann immer nur meckern, aber dann nicht mal den Gang zur Wahlurne hinkriegen. Dann braucht man gar nicht weiter zu diskutieren, denn dann packt euch bitte selber an den Kopf, weil ihr seid die, die nichts ändern. Wollen viele nicht hören oder werden jetzt wahrscheinlich auch darüber meckern, aber genau so ist es. Liter, ja gut, wir fahren jetzt hier in der Ebene rum. Aber mal beobachten den Burschen hier. Eigentlich sollte ich gucken, dass ich runter Richtung DLC komme, nach Triest. Das wird ja dann mit dem nächsten Update, ich denke mal, dass das nächste Woche Mittwoch sein wird dann. Nee, nicht nächste, also die darauf folgende. Die haben wir am Mittwoch, diese Update-Tage, ne? 10 Tage, heute ist der 9. 3, 1, 2, 3, ja, Mittwoch. Übernächste Woche, wenn ihr das seht, weil ich werde es heute am Sonntag noch hochladen, das Video bearbeiten, schneiden, bearbeiten, alles am Stück. Nicht in 2 Tagen, sondern immer gleich danach, halbe Stunde maximal.
Ich habe heute mal Tee dabei. Bitte links halten. Den Verbrauch habe ich jetzt hier echt nicht erwartet. 23,7, was ist denn hier los? Ja, wir haben eine 2,53 Differentialübersetzung hinten. Er dreht so 1130 Umdrehungen, gerade bei 85. Und hier noch ein Effizienzprogramm starten. Das ist Eco, da gibt es immer diese Eco-Taste hier vorne noch. Bin ich sehr zufrieden. Wir machen das heutige Video aber nicht so lange. Fehlt ein bisschen die Zeit. Ihr werdet irgendwann schon merken, warum mir die Zeit fehlt. Also das hat einen Grund. Es hat auch hier mit diesem Kanal zu tun. Und das verschlingt momentan sehr, sehr viel meiner Freizeit. Also sehr viel. Also ich würde mal sagen, zu 90% nimmt das in Anspruch. Oh, mal gucken, hier einen Berg hoch. Rammelt. Ich werde aber auf jeden Fall hier bei dem MAN hier nochmal den Kriechbaum-Mod ausprobieren. Bad Oeynhausen. Naja gut, bei Bielefeld, da hast du halt so ein paar Steigungen. Bei Bad Oeynhausen eher weniger, aber Bielefeld, die Ecke, da hast du nochmal ordentliche Steigungen. Wir sind aber am 10. Mal gucken, dann fahre ich vielleicht heute Abend oder so die Tour noch voll. Vielleicht, wenn ich ein bisschen Redebedarf habe, machen wir nochmal ein Video. Ansonsten fahren wir jetzt hier beim nächsten Autohof raus. Bitte links halten. Ja, wo ein bisschen darf der Tom noch fahren. 19 Uhr, ja, da wird es schon wieder dunkel, ne? Ist das nicht furchtbar? Ey, das ist so richtig furchtbar. Es wird jetzt schon wieder so früh dunkel. Also ich bin überhaupt kein Freund dieser Jahreszeiten. Ich hatte noch mal ein Video zwischendurch aufgenommen, in MP3, da bin ich dann schön von Bologna nach Nizza gefahren und das war nix. Da hatte warum auch immer mein OBS mein Mikro rausgeworfen, ich habe es nicht gemerkt, dass es nicht aufgenommen hatte. Und immer mal der Blick jetzt nach rechts auf ihn zum Aufnahmemonitor. Komm, eine Station fahren wir noch. Und ich habe ja volle Fahrzeit. Und was wollte ich sagen? Ja. Und zum Schluss habe ich dann gemerkt, bei der Nachkontrolle im Schneideprogramm. Ach, guck mal, ohne Stimme. Tja, hätte ich nochmal ein ASMR-Video draus machen können, aber ich habe es dann aber gelöscht. Aber manche von euch haben es angeklickt, wie viele es gesehen haben. Das muss ich mir nochmal anschauen, die Wiedergabezeiten bei dem Video. Zwischendurch immer mal ganz nett, will ich immer mal sowas mit einblenden, wenn ich einfach keine Lust habe zu erzählen. Und was trotzdem halt eine interessante Fahrt ist. Und, aber es soll jetzt nicht zur Regel werden. Und, ich fand es dann als Folgevideo vom ASMR-Video, fand ich es einfach zu viel. Mensch, jetzt los, 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 jetzt hier. Oh, hier, Trantüte, Mann. Oh, ich hasse Menschen manchmal.
manchmal. Nein, natürlich nicht, aber manchmal hast du dann so aus dir selbst heraus, ne? Der andere kann gar nichts dafür, der fährt einfach so preisig wie immer. Das sind dann immer die anderen schuld. Das ist natürlich Blödsinn, aber in dem Moment muss es raus, er hört es ja nicht. Ich finde den Soundmod nicht so doll, muss ich euch ehrlich sagen. Also das ist der hier von 21 irgendwas hier von Hoffmann. Das ist der, glaube ich, mit Namen. Das hatte ich dann in der PayPal-Rechnung gesehen. Aber ich finde den zu leise. Der Blinker kommt mal auch nur einmal, dann ist Schluss. Vielleicht liegt es am Glober, weil es ja die eigentlich die 1.47er Variante. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass es eine 1.48er gibt. Aber ansonsten ohne den Soundmod funktioniert ja alles. Deswegen werde ich auf jeden Fall nochmal den Kriechbaum probieren. Mal gucken, was der so sagt. Ach, das ist schon wieder hier der Abstandstempomat dran. Ist hier so ein Bremslichter. Mal früh genug gesehen hier, weil wir waren schon wieder fast auf 6 Bar runter. Kommt aber jetzt auch lange kein Rasthof. Aber 27 Liter, das darf so bleiben. Oh, Fladi ist gefahren. Minus 197 Euro. Da muss ich ja mal mit ihm sprechen, was da los ist. Wahrscheinlich war irgendwo hin unterwegs, Ware aufnehmen. Ja, es gefällt mir nicht. Ich meine, vom Sound immer, Muttersound ist allemal besser als das Original. Weil das hört sich ja furchtbar an. Ich denke mal, Kriechbaum sollte man auch mal gehört haben. Ansonsten ist einfach immer in einem Gebrauchtbereich eine ganz interessante Alternative, weil du kriegst hier bei diesen Gebrauchtfahrzeugen, kriegst du halt, das haben viele andere Hersteller nicht, eine sogenannte bitte links halten. Verlängerte Sachmengehaftung, je nach Händler. Bei dem habe ich hier 2 Jahre bzw. 240.000 Kilometer bekommen. Das ist auf jeden Fall interessant. Das kannst du schon mal das unternehmerische Risiko ein bisschen minimieren. Und auf der anderen Seite hat halt das Auto jetzt hier knappe 500.000 Kilometer drauf. Und dann hast du den Antriebsstrang schon mal irgendwo unter Kontrolle oder unter Beobachtung. Dann lass mal so. Gibt natürlich noch viele Nebenaggregate. Die alle möglichen Fehler schmeißen können, aber da kann man ja mal in der Werkstatt, bevor man ihn kauft und übernimmt, einen Blick drauf werfen. Ich habe alle Filter erneuern lassen, alle Flüssigkeiten erneuern lassen, sodass ich jetzt im Grunde genommen erstmal fast ein Jahr Ruhe habe. Lenkgestänge habe ich überprüfen lassen. Das war aber alles nach Taco. Reifen sind an der Verschleißgrenze. Ein bisschen können sie noch, aber ja, da kommt natürlich auch der Diesel wieder durch, ne? Der dann sagt, wenn wir die wechseln, warum nicht gleich auf Alcoa? Aber ganz ehrlich, das muss man sich wirklich überlegen. Halt. Das ist jetzt kein Auto, was jetzt halt erst so 200, 300.000 Kilometer auf der Uhr hat und was du vielleicht nochmal ein paar Jahre fährst.
sondern Planung ist eigentlich so ein Jahr, vielleicht 2 Jahre, den laufen lassen. Und dann ist er, glaube ich, auch im Alter, da geht er Richtung Osteuropa. Und dann wird es eigentlich fast schon wieder interessant. Ab 2025 kommt die Euro 7. Die traktieren uns ja jetzt schon mit ordentlichen Mautbeträgen. Bitte links halten. Und das wird mit Sicherheit nicht besser werden mit der Euro 7. Für LKW, ne? Also es kommt die für PKW in Neuzulassung, die kommt ja schon, glaube ich, 2024. Und LKW 2025. Das wird noch spannend. Deswegen können wir jetzt auch mal mit den Wahlen Zeichen setzen Richtung Wirtschaft. Dass ich mal wieder, dass dieses Firmensterben mal aufhört. Ja, schön recht zu überholen. Du bist ein Könner. Wieso kommt denn der Luftdruck nicht hoch? Bitte rechts halten. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Oh, 26 Liter, das kann sich sehen lassen. Na gut, Freunde, ich würde jetzt hier mal, würde sagen, wir sehen uns auf der nächsten Tour oder dann in der nächsten Folge. Und da hinten kommt was. Ich suche mir auf jeden Fall jetzt hier mal eine Schlafmöglichkeit. Und ja, dann schön, dass ihr dabei wart. Ne? Würde mich über ein Abo sehr freuen. Und weil ich sehe immer wieder, dass sehr, sehr viele Leute, fast 60% gucken, die gar kein Abo haben. Und ein Däumchen wäre ein Träumchen, ihr wisst Bescheid. Ne? Bis dahin, euer Tom. Ciao.